Das ist Lars. Lars ist ein aufgeweckter Junge mit vielen Freunden. In der Schule wird immer öfter über Jappi geredet und Lars kann nie mitreden. Oh Mann, das ist blöd. Zu Hause fasst Lars den Entschluss, sich bei Jappi anzumelden. Juhu, endlich kann ich mitreden. Seine beste Freundin Hannah bemerkt, dass Lars immer öfter bei Jappi ist. Mann, Lars, merkst du nicht, dass du immer länger bei Jappi bist? Na und? Du bist doch auch da. Ach, ist doch egal. Hannah ist enttäuscht und beschließt daraufhin, Lars 3 Tage zu beobachten. Guten Morgen. Guten Morgen. Jetzt gibt's die Tests. Hä? Was? Eine 5? Oh nein! Lars, warte doch mal. Ja, endlich wieder Jappi. Heute verschläft Lars und verspätet sich um eine ganze Schulstunde. Hallo Lars, warum bist du so spät? Ja, Entschuldigung, ich habe verschlafen. Na gut, setz dich. Jappi, juhu! Am 3. Tag kommt Lars zur Schule und ist total verschlafen. Und jetzt die Mathe-Klassenarbeit. Oh nein, ich habe gar nicht gelernt. Ja, Jappi, juhu! Da wird es Hannah zu viel und sie sucht das Gespräch mit Lars. Komm Lars, aufstehen! Was willst du denn? Lars, ich habe dich beobachtet und du bist Jappi-süchtig. Ja, ich weiß. Und warum änderst du nichts? Weil ich es nicht alleine schaffe. Dann gehen wir jetzt zu einer Therapie. Lars besucht die Therapie regelmäßig und hat das Profil bei Jappi gelöscht.